Also einen schönen guten Abend auch von mir nochmal. Mein Name ist Siegbert Röse, komme aus Leipzig, 49 Jahre, vom Beruf her Hotelkaufmann. Zur Politik gekommen 2013, also zur AfD, erste Partei bei mir und in meinem Leben. Und ein Stück weit vielleicht wie viele, die hier im Raum sitzen, aus dem Grund, weil man irgendwie sich nicht mehr vertreten sah. Also ich bin aus einer Unternehmerfamilie abstammend. Und wir leiden eben sehr stark unter dieser ganzen EU-Überregulierung. Und das war eigentlich mein Grund, wieso ich zur Politik gekommen bin. Das wollte ich mir mal ergründen, weil die Behörden vor Ort immer sagen, ja, Herr Dröse, das ist auch wirklich eine sinnlose Verfügung, was wir da exerzieren müssen, aber wir können nichts dafür, das kommt von der EU. Also das war so ein bisschen meine Initialzündung, dass mich das über viele Jahre gestört hat, dass wir dort irgendwie immer vor veränderte Tatsachen gestellt werden. Und ja, da habe ich versucht, mehr Aufklärung zu verschaffen und bin folgerichtig im EU-Ausschuss des Deutschen Bundestages gelandet, beziehungsweise, wie sie es komplett nennt, Ausschuss für europäische Angelegenheiten. Ich würde, das machen wir nachher gleich noch, ich würde heute gerne mal auf einen Antrag von uns eingehen. Ich würde ganz kurz mal vorstellen, wie das bei uns in der Fraktion so abläuft mit den Anträgen. Können wir noch einen kleinen Moment warten. Also wir haben ja ein wunderschönes Parteiprogramm. Ja, wir wollen ja, dass es Ihnen besser geht. Die AfD ist, glaube ich, dafür bekannt und wir sind für vieles bekannt, aber ganz wichtig ist uns, dass wir Politik für unsere eigenen Leute machen, nämlich für Sie, für die deutschen Staatsbürger. Wir haben ein Programm, da steht zum Beispiel drin, dass die Türkei nicht Mitglied der Europäischen Union werden darf. Darum dreht sich unser Antrag, den stelle ich gleich vor. Wir haben natürlich viele Themen, die im Programm drin stehen. Es ist aus meiner Sicht oder für unsere Kollegen im Arbeitskreis EU, im Ausschuss sitzen ja noch viele andere Kollegen von den anderen Parteien, die naturgemäß die Dinge oft anders sehen als wir. Es ist also Zeit, dieses wichtige Thema EU-Beitritt, die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag sagt ganz klar Nein. Es sind viele Stimmen mittlerweile auf der europäischen Ebene oder bundesdeutschen Ebene, die das so ähnlich sehen. Wir wollen den Kollegen von den Altparteien, obwohl das dürfen wir nicht mehr sagen, ne? Wir haben, oder Jens, ich glaube, Altparteien war letzte Woche ein Ordnungsruf, ne, von Oppermann. Also wir sagen die übrigen Parteien. Also wir wollen den auf den Zahn fühlen, ob... Ja, übrig, das ist wirklich, das darf gesagt werden, weil das sagt Herr Obermann regelmäßig, wenn so Abstimmungen sind, ne, gegen die AfD mit Stimmen der übrigen Parteien. Da stimme ich Ihnen sogar zu, also die sind überwiegend wirklich übrig. Und also wir haben ein Thema für den EU-Wahlkampf aufbereitet, wir wollen viele Themen, EU ist ja in aller Munde, Herr Macron will jetzt das neue Europa natürlich mit deutschem Geld, er sagt das nicht ganz so deutlich. Also wir haben ein Thema, Türkei-Beitritt wollen wir sozusagen ins Plenum bringen, nächste Woche am 4.4. läuft das. Den Antrag, also wir haben ein Grundsatzprogramm, es gibt eine gewisse zeitliche Schiene, also gesellschaftspolitische Aktivität oder Aktualität meine ich vielmehr, dann haben wir so ein bisschen eine Stimmungslage und wir haben eben von anderen, von den übrigen Parteienvertretern gehört, dass die das mittlerweile genauso sehen wie die AfD, schon seit Anbeginn der Gründung eigentlich, die Türkei gehört nicht in die EU, das war so der Gedanke, der dahinter steht. Ein paar so Eckdaten mal, vielleicht interessiert Sie doch, wie in der AfD gearbeitet wird. Es wird nämlich sehr viel gearbeitet, leider oft mit Verriss von den Kollegen der übrigen Parteien. Also wir entwerfen ein Antragsgerüst, eine Idee, eine Überschrift, das können wir ruhig mal einblenden, natürlich, wenn Sie wollen, den Antrag. Der wird bei uns im Arbeitskreis, wir sind also neben der Ausschussarbeit, wo man mit anderen Vertretern übriger Parteien diskutiert, haben wir einen Arbeitskreis, der nennt sich zufälligerweise EU. Dort wird sozusagen eine Idee vorgetragen. Also ich mit meiner Kollegin Miazga, steht dort oben in der Überschrift. Die anderen Kollegen werden wahrscheinlich das noch mitzeichnen, aber da komme ich gleich noch drauf, wie das funktioniert. Übrigens, Kollege Miazga hat einen eigenen wunderbaren Kanal, brandheiß, so eine Serie. Schauen Sie mal heute Abend, wenn Sie in Ihr Mausgerät gehen, geben Sie mal ein, Miazga und dann brandheiß, die zwei Suchbegriffe. Sie werden sich köstlich amüsieren. Die hat so ein leicht... Politik ist ja eigentlich ein trockenes Geschäft, aber sie hat doch mit Herrn Brandner gemeinsam ein wunderbares Format entwickelt, wo wir also sozusagen unsere gute Qualität nochmal ins Bild setzen, also von unseren Kollegen und die etwas mindere Qualität der Kollegen der übrigen Parteien sozusagen dagegen stellen. Also ist es sehr interessant, empfehle ich. Also wir haben einen Antrag entworfen, der geht bei uns in den Arbeitskreis, das sind aus
ausnahmslos alles AfD-Kollegen bzw. die Referenten der Kollegen. Dann wird der Antrag sozusagen behandelt, diskutiert darüber, was ist richtig, sollten wir beispielsweise bei der Türkei, ich meine, wir wollen ja alle diese Islamisierung im Prinzip her nicht, aber wir haben überlegt, wir wollen mal den anderen nicht ganz so viel Munition in Antrag geben. Ich meine, ist klar, unter Erdogan ist die Türkei ein mehr oder weniger islamischer Staat und das haben wir trotzdem rausgelassen, um den anderen Kollegen oder den Kollegen der übrigen Parteien ein bisschen vielleicht eine Brücke zu bauen. So, also wir haben einen Antragsentwurf, der wird im Arbeitskreis diskutiert. Danach wird, der ist dann im Prinzip ja fast fertig, es wird eine juristische Prüfung vorgenommen. Unseren Antrag hat Kollege Schachtschneider, obwohl der kein Kollege ist, aber Kollege Mjatzka ist recht gut mit ihm befreundet. Der schaut dann nochmal drüber, dass wir also, was uns immer vorgeworfen wird, ja, die AfD hat ja gar keine Ahnung. Ne? Also wir haben in der Regel immer Anträge, die auch gewissermaßen, gerade jetzt Thema Verfassungsschutz, meine, berührt uns nicht beide so, aber es ist ja immer in den Medien. Also wir schauen da schon drauf, dass wir da nicht irgendwelche Fehler machen, wo vielleicht der Haldenwang seine Praktikanten, die also diesen Bericht zusammengeschrieben haben, eventuell wieder Anhaltspunkte sehen können. Also wir prüfen das juristisch, dann wird das zurück in den Arbeitskreis gegeben, da gibt es eine Abstimmung drüber, dann wird es in die Arbeitskreisleiterrunde eingegeben, da wird, kann auch jeder nochmal seinen Senf dazu geben und dann, wenn der Antrag dort durchgegangen ist, geht er zum PGF1-Büro, zu unserem sehr geschätzten Kollegen Baumann, das ist ein Hamburger, sitzt in der zweiten Reihe hinter Herrn Gauland. Der arme Kerl hat viel zu tun mit unseren ganzen Anträgen, es sind sehr viele, die auf seinem Tisch landen, aber es kann eben nicht immer alles behandelt werden, eben immer ein bisschen nach tagesaktueller Politik oder was halt die Menschen vielleicht gerade besonders bewegt. So, dann wird das in der Fraktionssitzung aufgerufen, so ein Antrag. Dann muss man den als Antragsteller verteidigen. Also es sind nicht grundsätzlich alle Kollegen daran beteiligt. Daher kann es in der Fraktionssitzung auch nochmal zu Fragen oder Zurückweisungen kommen. Das muss man also auch noch durchstehen. In der Fraktionssitzung, wenn er durchgegangen ist, dann besteht die Möglichkeit zu mitzeichnen. Dann steht dann oben, wo Antrag steht, in der Mitte links, stehen dann nicht nur die zwei Namen der Antragsverfasser, sondern es stehen dann ganz viele Kollegen, ich nehme an, die werden fast alle mitzeichnen, weil das AfD-DNA ist im weitesten Sinne, die stehen dann dort alle drunter. Dann wird das ins Plenum eingebracht, das ist für diesen Antrag schon ein bisschen sozusagen auf den Weg gebracht. Am 4.4. wird er im Bundestag behandelt. Ich habe das große Glück, meine Kollegin Mjatzka hat mir die Rede abgegeben. Also ich werde am 4.4. diesen Antrag, müsste ja eigentlich unter Beifall aller Kollegen des Deutschen Bundestages stattfinden, weil die reden ja mittlerweile alle davon, dass die Türkei nicht mehr Mitglied der EU werden kann. Sie können sich natürlich ausmalen, dass das wieder mit irgendwelchen fadenscheinlichen Gründen, weil wir vielleicht ein Komma oder eine falsche Betonung im Ansatz und ja, in irgendeiner Form können Sie halt wahrscheinlich nicht zustimmen. Wir werden sehen. Also so ist ungefähr der Aufbau oder die Abwicklung eines Antrages. Dann haben wir nochmal morgens, ich glaube Montag oder Dienstag in der Plenarwoche, wird der Antrag in einer Pressekonferenz der Hauptstadtpresse vorgestellt. Da gibt es sicherlich auch Fragen, kritische Fragen dazu und dann im Nachgang, nach der Rede, wird dieser ganze Antrag, wenn es so ein schöner Antrag ist wie der, auch nochmal PR-mäßig, also öffentlichkeitswirksam aufbereitet. Also es wird ein Redeausschnitt ins Internet gestellt, es werden sozusagen für Facebook noch Clips gedreht und wir als Kollegen Abgeordnete haben eben auch die Möglichkeit, das dann auf unsere privaten Kanäle zu geben. Gut, ganz kurz zum Antrag. Wieso kommen wir darauf, dass die EU nicht Mitglied der Europäischen Union sein kann. Wir haben das natürlich verbunden. Das ist die dritte Zeile oder die zweite Zeile unter Antrag. Wir wollen natürlich nicht nur, dass die Türkei nicht Mitglied der Europäischen Union wird, sondern wir wollen natürlich den auch an den Geldhahn. So, also das nennt sich Vorbeitrittshilfen, so im Volksmund nennt sich das Heranführungshilfen. Also das möchten wir damit verbinden. Also diese Zuzahlungen sollen natürlich auch beendet werden. Was sagten Sie? Es ist mittlerweile ein bisschen mehr, das ist wahrscheinlich die Jahressumme. Ich habe das logischerweise im Antrag rausgesucht. Ich komme gleich drauf, da gibt es Haushaltspläne, also es gibt einen EU-Haushalt und der ist 5 Jahre, bitte? Was ist die Begründung für dieses Geld? Die Begründung ist, dass man alle Länder, die theoretisch die Beitrittsperspektive haben und sich sozusagen
auf den Weg in die EU begeben, dass die halt Hilfen bekommen, dass sie ihre Strukturen ein bisschen verbessern können, Rechtsstaatsthemen und was da alles reinspielt. Ne? Also für uns ist ganz klar, die Türkei hat ungefähr 35 Themen, die müsste sie bespielen, also erfüllen. Die hat sozusagen Hausaufgaben aufbekommen, wenn sie so wollen. Von den 35 ist eine bisher erfüllt worden. Punkt. Für uns ist ganz klar, die Türkei gehört nicht zu Europa. Sie ist Teil der Kultur des Orients. Ja, also es ist ja nur ein ganz kleiner Zipfel, der zu Europa zählt. Wir haben auch dort in den Antrag ein wunderbares Beispiel reinformuliert, dass nämlich Marokko 1987 schon mal einen Antrag gestellt hat, abgelehnt wurde, nicht Mitglied der EU werden konnte, weil sie eben als nicht europäisches Land deklariert wurde. Und die Türkei mit, ich weiß es nicht genau, berichtigen Sie mich bitte, bestimmt 98%, 97% Territorium, was außerhalb Europas liegt, rein geopolitisch, also kann das demzufolge auch nicht werden. Der nächste Punkt, die Türkei missachtet natürlich die Menschenrechte. Ja, die EU versteht sich ja so als Rechtsstaatsgebilde, da legen sie immer großen Wert drauf. Sie kennen ja bestimmt die Artikel 7-Verfahren gegenüber Ungarn und Polen. Ist auch ein bisschen dort das Thema Rechtsstaatlichkeit immer drin. Also unter Erdogan hat die Türkei natürlich eine Rolle rückwärts gemacht. Das wissen Sie alle, also dort sagen wir, das ist auch ein Grund, wegen was die Türkei nicht Mitglied der Europäischen Union werden kann. Ein wichtiger Punkt ist, dass sie eigentlich als, nur mal jetzt theoretisch, bevölkerungsreichstes Mitgliedsland der Europäischen Union, würde sie denn eintreten, auch eine komplette Verschiebung vorgibt. Ja, also ich kann mir vielleicht vorstellen, dass so ein kleines Land wie, nehmen wir mal, was ist ein klein, Slowenien ist ja erst reingekommen oder Kroatien ist auch nicht so groß. Auch wenn wir zum Westbalkan auch eine klar dezidierte Meinung haben, dass die Länder natürlich auch nicht Mitglied der Europäischen Union werden können. Zumindest nicht bis 2025. Bei so kleinen Staaten wie Slowenien, Kroatien kann man das vielleicht noch in irgendeiner Form kompensieren. Aber wenn das bevölkerungsreichste Land plötzlich nicht mehr Deutschland ist, sondern die Türkei, also da haben wir eine komplette Verschiebung. Sicherlich auch ein Grund, wegen was wir die Türkei nicht aufnehmen möchten. Was haben wir hier noch? Kosten für die Übernahme der Türkei ist für uns sehr wichtig. Ja, also die Türkei hätte aufgrund der Bevölkerungsanzahl Anrecht auf 45 Milliarden per anno Hilfen aus der EU. Also es wäre deutlich der größte Posten, nur die tun ja deutlich weniger einzahlen als wir. Und wer die Kosten bezahlt für den Türkei-Beitritt, ist Ihnen allen klar, das sind nämlich Sie. Ne, deswegen kriegen Sie kaum eine Rentenerhöhung und werden sonst wo geschüttelt und geschröpft, aber eben, ne? Und deswegen sagen wir auch, die Türkei kann nicht Mitglied des Europäischen Union werden. Jetzt nochmal zu den Zahlen, was wir vorhin sagten, also nach meinem schlauen Zettel hier, gab es zwischen 2007 und 2013 insgesamt 4 Milliarden Heranführungshilfen, ist eine ganze Menge, und für 2014 bis 2020 sind es 4,45 Milliarden, also noch etwas mehr. Und das Geld sollten wir uns schenken. Eine weitere Frage ist die Zypern-Frage. Die Türkei erkennt diesen Zypern-Teil nicht an, der noch zu Griechenland zählt. Also gibt es dort so die Territorialproblematik. Die Türkei wird so gerne als Brücke zum Orient behandelt. Das ist das nächste Thema. Ist es leider nicht. Sie wird immer auch in der arabischen Welt nicht so richtig anerkannt, weil sie natürlich auch eine Kolonialvergangenheit hat. Ja, sie war ja dort mit ihrem Osmanischen Reich viele Jahrhunderte Unterdrücker in dem ganzen Bereich. Ein Thema Richtung der arabischen Welt, die da also immer noch Vorbehalte gegenüber der Türkei haben. Dann feiern unsere bulgarischen Partner zum Beispiel, am 3. März oder 4. März ist bei denen Nationalfeiertag, die Befreiung vom Türkenjoch. Also wir haben innerhalb der Europäischen Union, nicht nur wir, wahrscheinlich hier im Saal mehrheitlich, sondern wir haben eben auch innerhalb von anderen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union unheimliche Vorbehalte gegenüber der Türkei. Zum Fragen kommen wir gleich noch. Ja, sechs. Es sind sechs insgesamt, ja. Das ist doch das Gleiche. Richtig. Albanien gehört auch noch dazu, deswegen sind es sechs. Das ist aber ein abendfüllendes Programm. Das ist auch meine Aufgabe im EU-Ausschuss. Ich tue das deswegen ein bisschen hier kurz referieren. Ich komme auch gleich zum Ende. Der Jens will ja auch noch was sagen.
Ich bin im Europaausschuss für unsere Fraktion Berichterstatter für Südosteuropa, für die EU-Erweiterung, für Euroarmee, für Korruptionsbekämpfung. Das ist alles so mein Bereich. Zurück nochmal zur Türkei als nur mal theoretisch europäisches Mitgliedsland oder Europäischen Union. Dann hätten wir sozusagen für uns ein sehr wichtiger Punkt, die Konflikte Syrien-Türkei direkt an der europäischen Außengrenze. Ja? Also die Türkei würde Mitglied sein, als theoretisches Beispiel, dann hätten wir diese Konflikte direkt vor der Haustür. Ja? Also, und dann hätten unserer Meinung nach natürlich auch Syrien, Israel, alle möglichen Staaten irgendwie ums Mittelmeer auch die Möglichkeit, Mitglied zu werden, weil ja, auf was sollte man sich dann berufen, wenn man der Türkei diesen Beitritt ermöglicht? Es gibt eine Alternative zum Türkei-Beitritt und die sieht aus, dass die Türkei eben der Europäischen Union nicht beitritt. Wir fordern den Deutschen Bundestag auf, die vier Punkte möchte ich Ihnen noch zum Schluss mit an die Hand geben, die Verhandlungen mit der Türkei sofort zu beenden. Punkt 1. Punkt 2, die Visafreiheit gegenüber der ETA für die Türken abzulehnen. Das ist eine sehr wichtige Forderung. Natürlich, was ich vorhin schon andeutete, diese Vorbeitrittsgelder sofort einzustellen und sicherzustellen, dass eben auch kein, das ist auch Teil des Antrags, kein deutsches Steuergeld mehr zur Stabilisierung der türkischen Wirtschaft und damit letzten Endes der türkischen Regierung zugutekommt. Das fordern wir auch. Wir sehen, was ist passiert. Es gibt, wie gesagt, Hoffnung, dass vielleicht die übrigen Parteien einen gewissen Teil zustimmen werden. Weber, Manfred Wohl, Weber, der ja den Juncker beerben will. Ich weiß nicht, ob er auch seinen Weinschrank übernehmen möchte, das wissen wir noch nicht. Aber Weber hat sich dazu geäußert, dass die Türkei kein Mitglied mehr der Europäischen Union werden kann, aus ähnlichen Gründen wie wir. Selbst der Mr. 100%, der immer mal wieder aus dem Keller geholt wird, der durfte letzte Woche auch eine Rede halten im Bundestag. Ne? Schulz hatte letzte Woche wieder eine knackige Rede gehalten von 3 Minuten. Selbst der ja immer für alle rein. Ne, wir haben genug Geld, Hauptsache alle rein. Und dann Allmachtsfantasien hatte, der lehnt es ab. Kram Kernbauer hat sich ähnlich geäußert. Und auch der EU-Erweiterungskommissar Hahn sagt das Gleiche. Also wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich lade Sie ein, jetzt schöne Fragen dann im Anschluss, wenn der Jens ein kurzes Statement abgegeben hat, zu hören, zu stellen. Und nächste Woche am 4.4. so gegen 15, 16 Uhr machen Sie mal den Fernseher an. Mal sehen, ob ich Ihnen gefalle mit meiner Rede. Ich danke Ihnen sehr, vielen Dank.